Ja, willkommen zu Dexter the Game Let's Play. Und zwar spielen wir die englische Version, weil es eine deutsche Version nicht gibt. Und auch einen Deutsch-Patch gibt es nicht. Somit müssen wir mit der englischen Version klarkommen. Und ja, ich hoffe einfach mal, dass wir das bestmöglichst managen werden. Und ja, wir starten einfach mal. My name is Dexter Morgan, and it's going to happen soon. Again and again. Has to happen. There he is, Mike Donovan, upstanding teacher and choir director. He's the one. I've had my eye on him for some time now, waiting for him to show me his dirty little secrets. My dark passenger wants me to take action now, but I have to be careful. I have to be sure. That's the code my father taught me. Rule number one, don't get caught. What are you hiding? Ja, was wer versteckt, das wollen wir gleich herausfinden. So, ich lese mir einfach mal die Texte durch. Wie gesagt, ich habe das Spiel noch nicht gespielt und habe jetzt auch keine Lösung. Also ich werde es komplett blind spielen und ja. Also, im Journal haben wir immer die Personen, denen wir gerade auf der Spur sind. Mit den Pfeiltasten können wir uns bewegen. Genauso auch mit W und S bzw. A und D. Mit Q und E können wir straften nach links und rechts. Wenn wir die rechte Maustaste gedrückt halten, dann können wir die Richtung ändern, in die wir laufen. Und wenn wir das Mausrad scrollen, dann können wir ein- und rauszoomen. So, wir haben eine neue Mission und einen neuen Task. Da schaue ich gerade mal. Und zwar Find Donovan's Secret. Donovan ist der Musiklehrer, den kennen wir auch aus Staffel 1, beziehungsweise auch aus dem ersten Buch. Und da gucken wir einfach mal. So, ein Objekt wird aufleuchten, wenn wir damit interagieren können. Hier sollten wir dann Examine klicken, um mehr darüber zu erfahren. Dann machen wir das doch einfach mal. Wir gehen ran. Looks like Donovan buried something here. I should find something to dig with. Und dann klicken wir mal auf Examine. Und zwar haben wir etwas gefunden, was vergraben wurde. Die Größe ist allerdings kleiner als erwartet. So, dann sollten wir herausfinden, was da drin ist. Also alle, die Dexter geguckt haben, die wissen das mit Sicherheit. Und ja, wir schnappen uns dann einfach mal den Spaten, die Schaufel und legen einfach mal los. So, indem wir A und D drücken, ja, kriegen wir quasi eine Leiste angezeigt, die wir immer über einer Grenze halten müssen, um das Ziel zu erreichen. Ja, oben sehen wir die Leiste. Ich bin fleißig am Klicken. Sehr schwierig ist es jetzt nicht. Hier kann ich sogar mal aufhören. So, und was haben wir gefunden? Und zwar haben wir eine Kinderleiche gefunden. So, wir haben unser erstes Stück der Ermittlung gefunden. So, wir haben, und der Vater von Dexter, beziehungsweise der eigentliche Vater ist es nicht, sondern der Stiefvater, der hat Dexter quasi beigebracht, dass wir quasi den bösen Menschen das Handwerk
lehren sollen. Und zwar legen sollen. Und zwar gibt es da einen bestimmten Code, den wir befolgen müssen. Und ja. Das heißt, ohne Beweise geht gar nichts. So, jetzt schaue ich gerade mal. Wir überprüfen das nochmal. Hier haben wir einen Körper von einem Jungen. Einer der Opfer von Donovan. So, können wir die jetzt wieder zugraben? Naja, wahrscheinlich im Film wird es präpariert. In der Serie. So, mal gucken, was sagt das Journal? Find Donovan's Secret. Alles klar, das haben wir ja eigentlich gefunden. Ich schau mal hier rundrum, ob wir hier noch was finden können. Einfach um den Tatverdacht noch weiter zu erhärten. Oh, hier haben wir noch weitere Gräber. Da graben wir auch einfach mal und schauen, was wir hier finden. Natürlich wissen wir auch, was wir hier finden. Aber man muss sich ja auf Nummer sicher gehen. Und zwar haben wir hier einen weiteren leblosen Körper eines Jungen gefunden. Und hier haben wir noch ein weiteres Grab, wo wir natürlich auch graben werden. According to the code, but I can't leave these bodies here. That building looks like a good spot to set the stage. So, eine weitere Leiche von einem Jungen haben wir hier gefunden. Ich schaue noch mal in dem Grab nach. Wir wollen ja sehr gründlich gehen, damit wir auch ja nichts übersehen. Und zwar, ich erkläre das jetzt nur den Leuten, die die Serie, die Serie noch nicht gesehen haben. Wenn wir quasi die Mörder richten, dann gibt es einen Tötungsraum und der wird speziell hergerichtet, auch in diesem Fall. Und wir haben noch einen weiteren toten Jungen gefunden. So, dann schauen wir mal, das sollte alles bisher gewesen sein. Hier haben wir auch mal mit unsichtbaren Wänden zu kämpfen, aber ich denke mal, das Spiel ist ziemlich low budget und ja, die meisten Spiele aus Serien, die aus Serien entstehen, sind jetzt nicht die besten. Das ist dann eher was für Fans gemacht, aber bisher finde ich, ja, kann man noch nicht so viel zu sagen, aber schlecht ist es bisher noch nicht. Hier gucken wir nochmal, okay. Ist jetzt die Frage, wie können wir hier jetzt rein? Ah, die Tür öffnet sich automatisch, das ist natürlich sehr nett. So, dann gucken wir einfach mal, was müssen wir hier jetzt machen? Die Tür geht auch auf. Das wird unser Raum werden, in dem wir, jetzt präparieren werden. Tja, das Video springt. Das muss ich wegklicken. So, und zwar dürfen wir, um keine Spuren zu hinterlassen, wird der Raum komplett mit Plastik eingetütet. Und das sollen wir jetzt machen. Ja, warum das Video nicht funktioniert hat, ich habe es einfach mal weggedrückt, bevor das Spiel abstürzt. Aber das erste Video hat leider nicht funktioniert. So, dann gucken wir einfach mal. Ich gucke nochmal hier ins Journal. Da sehen wir ja, das haben wir gemacht. Inspect Plastic Sheeting. Alles klar.
So, dann gucke ich mal, nehmen wir uns hier. Das sind unsere Werkzeuge. So, hier haben wir diese Plastikleinwände. Hier haben wir uns die Leichen haben wir schon hingelegt. Da will ich jetzt nicht drauf treten, aber ich muss hier hin. So, wir haben die Kinder gesäubert. Einer war schon so lange vergraben, dass dieser in Einzelteilen verfallen ist. So, was können wir hier machen? Hier war auch eben ein. So, Fix Plastic. Hier ziehen wir jetzt die Plastikbahnen zusammen. Okay, mit dem GPS können wir wohl reisen. Erst gibt es eine Location, zu der wir reisen können, aber im Laufe des Spiels werden es mehrere werden. Ich schaue einfach mal hier, nicht, dass wir da jetzt hinreisen. Und zwar geht es dort hin zum Chor, wo dieser Mr. Donovan arbeitet. Da wollen wir jetzt aber noch nicht hin. Dann schaue ich einfach nochmal wieder ins Journal. Ah, der Raum ist bereits fertig. Nun wird es Zeit, Mr. Donovan zu holen. Und das werden wir gleich mal machen. Das heißt, wir gehen ins GPS. Und wo können wir hin? Da müssen wir wahrscheinlich dann zum Auto gehen. Das werden wir dann mal machen. Okay, oder auch nicht. Das sind die Tools. Alles klar. Sind wir noch nicht fertig? Was ist hier? Ah, okay, hier müssen wir es auch noch zusammen machen. Und hier auch. So, das sollte es dann gewesen sein. Ja. Dann. Vielleicht dürfen wir diesmal. So, wenn ich jetzt... Ah, okay, wir brauchen einfach nur auf den Namen klicken, alles klar. Jeden Donnerstagabend ist er hier beim Chor. So, wir müssen uns Donovan nähern, ohne dass wir gesehen werden und hinter ihm bleiben. Wenn wir uns ducken, können wir uns wo verstecken. Ich hoffe mal, das geht mit Steuerung, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Aber das werden wir wohl sehen. Wenn Donovan zu weit entfernt ist, dann wird's gelb und rot ein rotes Licht geben. It's Donovan's Thursday night choir recital. While he's alone, so. Maybe I can get close to him and find a way to take him down. Wir verstecken uns hinter Donovan, den sehen wir da links an der Straße lang gehen. Und dann gehen wir ihm außer Sicht. Is someone playing a trick on me? Oh, das war knapp. Das ist gar nicht so leicht. Aber er fühlt sich schon ziemlich verfolgt. So, dann geht's weiter. Oh, da müssen wir jetzt... Achtung, da müssen wir jetzt aufpassen. Kids, come out. There's no time for pranks. So, er verdächtigt Kinder. Das ist ja gut. Die Location, die kennen wir auch aus dem aus der ersten Folge. Von der ersten Staffel.